Guten Tag, bin ich hier richtig beim Idioten? Wie beim, man hat mir gesagt, wie beim Idioten. Ich soll hier reinkommen zum Idiotentest. Ich glaub's ja nicht. Was soll das? Ich bin Oberstaatsinspektor. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Für dumme Autofahrer. Ach so, und wie läuft das denn jetzt ab? Ich stelle Ihnen Fragen und Sie müssen darauf antworten. Ach so, Sie sind dann der Idiot. Sie reden ja nur Bockmist. Bockmist? Jetzt beantworten Sie endlich mal meine Fragen. Sie sind abends in einer Kneipe gewesen und wollen jetzt noch mit dem Auto heimfahren. Was müssen Sie dabei beachten, wenn Sie 30 Bier getrunken haben und 50 kurze? 30 Bier trinke ich gar nicht. Ich trinke immer nur 28. Also brauche ich eigentlich nichts beachten. Doch, Sie können doch dann nicht mehr Auto fahren. Sie sind ja stark besoffen. Ich bin schon oft so Auto gefahren. Sie haben also nicht recht. Was soll ich eigentlich hier, wenn Sie das alles sowieso nicht wissen? Irgendwie kommt mir das alles sinnlos vor hier. Sie reden dauernd irgendwelche Scheiße. Ich kann also einfach wieder gehen und dann bin ich kein Idiot. Aber Sie sind's immer noch. Also wenn ich mir das so anhöre, können Sie nur ein Dreirad für Dreijährige fahren. Was soll ich meinem Vorgesetzten sagen? Sagen Sie ihm einfach einen schönen Gruß. Ich grüße Ihren Vorgesetzten und das können Sie ja so weitergeben. Der ist ja sicher der größere Idiot von Ihnen. Wo haben Sie denn Ihre schöne Perücke gekauft? Ja, diese Perücke habe ich mir bei Amazon bestellt. Hat 9,96 € gekostet. Mit Prime-Mitgliedschaft kostet es keinen Versand. Dann bestelle ich mir auch so ein Fifi da oben, wo Sie da auf dem Dach bei Ihrem Kopf haben. Ja, ich sehe schon. Wir kommen hier überhaupt nicht voran. Wissen Sie, Idioten gibt es mehr, als man denkt. Man schaut morgens in den Spiegel und man sieht einen Idioten. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob Sie ein Idiot sind oder ich.